Ja, deine Schleuder macht zu viel Lärm. Du hast recht. So. Versuchen wir es auf neue. Da hinten sind. Aber geh mal näher ran. Was soll dieser Lärm? Nee, du hast doch bestimmt eine Vase oder so. Was soll ich denn? Mit dem Knopf. Ah. Welchen war das? Der obere. Was zum Teufel war das für ein Geräusch? Da drüben wird Mistwelle, war das? Hey! Ach komm. Ich hab den falschen Knopf gedrückt. Ach, sieh an. Konrad hat nach dem Tod seines Kindes den Verstand verloren. Wir müssen Unschuldige verbrennen, Kinder jagen. Und währenddessen verbreitet sich die Pest im Dorf. Findest du es normal, dass ein Mädchen hier so, wie die Dinge stehen, einfach mit einem Kind herumläuft? Bestimmt kam sie aus der Kirche zusammen mit dem anderen. Ja, was ist los? Fang mal an. Was war das für ein Geräusch? Ja, gehst du mal? Junge, 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 Junge. Lass mich doch. Ich hab was gehört. Da bin ich mir sicher. Nein, nicht schon wieder. Was jetzt? Ich weiß nicht. Wir sitzen in der Falle. Oh nein. Ah, Y. Schnell, bitte. Ich versuch's ja. Hält sie nicht lange auf. Schnell, schnell. Sie wissen, wir sind hier. Nein, sie klemmt. Durchs Fenster. Hugo, du musst da durchklettern. Mach mir auf. Na gut. Da ist ein Brett davor. Kannst du es entfernen? Ich versuche es. Beeil dich. Schnell, Hugo, bitte. Ich hab's. Hugo, er ist hier. Hugo, tu doch! Mach die Tür auf! Geh hin! Das geh ich! Oh mein Gott! Warte! Ich kann nicht mehr, Amicia! Oh bitte, wir müssen weiter! Nur noch ein kleines Stück! Eine Sackgasse! Wir sind erledigt! Oh oh! Hier entlang! Habt keine Angst! Komm rein! Wütet die Seuche besonders schlimm. Wo sind sie? Wir sagen Konrad, wir haben sie verloren. Ich bleib nicht hier. Hier seid ihr sicher. Hier werden sie niemals nach euch suchen. Ihr seid ja nass bis auf die Knochen. Oben habe ich frische Kleidung für euch. In einer Truhe im Schlafzimmer. Seid ihr sicher? Vielen Dank. Uiuiui. Hä? Ach so. Das ist besser. Und bei dir? Wir müssen Mama finden, Amicia. Nein, noch nicht. Erst müssen wir zu Laurentius. Das ist dumm. Sie werden uns fangen. Hugo,
Wir tun, was sie uns gesagt hat. Hörst du? Hugo, warte! Sie passen euch. Gut. Sie haben meinen Enkeln gehört. Oh, ich heiße Clervy. Ich bin Amicia. Und das ist Hugo. Bedank dich, Hugo. Vielen Dank. Clervy, was geht hier nur vor sich? Die Pest. Die Krankheit hat sich vor einigen Tagen hier ausgebreitet. Es ist entsetzlich. So viele sind gestorben. Wo sind eure Eltern? Zu Hause, sie warten auf uns. Wir suchen nach einem Doktor. Laurentius. Oh, Magister Laurentius. Ja, der Mann kam her und hat dem Hospiz ausgeholfen. Die Mönche wissen vielleicht mehr, aber... Was? Sie wurden lange nicht mehr gesehen. Keiner nähert sich mehr der Kirche. Aus Angst. Wir haben keine Wahl. Wir müssen nachsehen. Ihr werdet dort umkommen. Aber niemand hört mehr auf die alte Clervy, also... Ich sehe, du trägst eine Schleuder. Du wirst sie brauchen, aber so taugt sie nicht viel. Geh in den Hof. Dort findest du ein paar neue Lederstreifen. In der Werkstatt nebenan kannst du sie reparieren. Hab Dank für die Hilfe. Du kannst gern das Werkzeug bei der Werkstatt nehmen. Da links. Ah, da. Gut, ich habe das Werkzeug. Jetzt brauche ich nur noch das Leder. Oh, da kommt man durch. Ja, das Leder ist doch da rechts an der Wand, oder nicht? Hm? Hinter dir. Rechts. Da. Ist doch Leder. Oh, der Haube. Ja. Leder. Gut, dann an die Arbeit. Komm schon, ganz ruhig, konzentrier dich. Schon viel besser. Mit dem richtigen Material könnte ich sie sogar noch weiter verbessern. Haben wir richtiges Material? Gut, ich sollte mich bei Clervy bedanken. Geh mal dran. Guck mal, da oben. Mach mal. Was? Ah, geh mal ins Tiefer. Ah, fehlt überall Material, ne? Ja. Okay. Geh mal zu der Olle hin. Ah. Und? Viel besser. Vielen Dank, Clervy. Vielen Dank für alles. Hier habt ihr sie verloren? Ja, sie werden hier nicht lange überleben, wenn du mich fragst. Was zum Teufel tust du da? Leg den Hammer weg! Was bist du für ein Dummkopf? Ich bin kein Dummkopf. Sei still. Kinder, macht nicht so viel Lärm. Ich will zu Mama. Sei still. Du bringst uns doch um. Mama würde uns beschützen. Genug jetzt. Ich will zu Mama. Mama ist tot, Hugo. Du siehst sie nie wieder. Papa auch nicht. Amicia. Du lügst. Sie wurden beim Haus getötet, alle beide. Also sei still. Du lügst. Ich hasse dich. Bitte hört auf. Hugo, nein. Hugo, warte, nicht rausgehen. Das ist doch verrückt. Hugo, komm zurück. Was macht er denn? Schleuder! Nein, wartet, wir wollen hier nur weg! Ja, ihr werdet verschwinden und das für immer! Bitte nein! Ich wollte das nicht! Amicia! Ich aber! Wo ist seine Waffe? Oh,
Ah, die ist da hinten hingeflogen, da. Geht nicht. Okay. Bitte, er darf nicht tot sein. Er darf einfach nicht tot sein. Hugo! Lass mich los! Ah, lass mich los! Hör mit der Zappelei auf! Wir warten noch auf deine Schwester! Amicia! Du wirst mich nicht unter die Erde bringen! Ich werde mit dir anfangen! Oh, das hat oh mein okay. Gegen die Rüstung zu schießen ist zwecklos. Ja. Ich muss vielleicht einen Stein werfen. Was soll ich machen? Stein werfen? Drücke B zum Ausweichen. Wo ist B? Ah. Jetzt! Hier, mach irgendwas. Ja, dann. Ich bin ein wenig eingerostet. So, jetzt. Schleuder, Schleuder. Was? Worauf wartest denn du? Und auf seine Rückseite. Bitte. Ich will das nicht. Brauchst du schon zurück? Oh, noch mal einer. Es ist spät. Los! Du bist langsam. Zeige ihm, wozu du imstande bist. Okay. Jetzt. Gar nicht warten. Muss nur die richtigen Teile treffen, oder? Jetzt? Nein, ich würde mal. Komm. Wohin? Ah. Wegen dir sterben wir noch. Was? Ja, ja, nur wegen mir, ne? Du musst ihm, keine Ahnung, vielleicht die Beindinger wegschießen. Erst dann, wenn es gelb ist. Ach, dann sag nicht, dass ich gegen die Rüstung schießen ja, soll. Doch, wenn sie gelb angezeigt wird. Wie denn, wenn ich keine Zeit dafür habe? Kontrolliertes Kämpfen. Kannst immer noch schießen, oder nicht? Auf die Rüstung. Das nützt mir nichts. Klar, wenn du den Arm anvisierst, den anderen. Komm schon, Konrad. Zeig ihm, dass du imstande bist. Geht auch nicht. Dummes Ding. Daneben. Glaubst du, du machst mir Angst? Ich habe in zwei Kriegen gekämpft. Du bist ganz schön flink. Aber ich brauche nur einen Treffer. Nur einen. Komm schon. Ach, Mann. Ein wenig eingerostet. Du entkommst mir nicht. Früher oder später. Ah, so eine bist du also. Gut, das wird mir helfen. Ich habe keine Angst vor. Ich werde dir zeigen, Rücken. Was es bedeutet. Ja, ja. Ich hab's gesehen. Steine aber. Sammeln. Ja! Schrei doch nicht so, Mann! Was? Das reicht. Bringen wir es hinter uns. Bring mich wieder zu meinem Sohn. B! B zur Hölle! Ja, wenn du die Schleuder in der Hand hast, kannst du kein B doch, drücken. Doch, kann ich. Echt? Ja, kann ich. Jetzt. Warte. Oh, warte. Amicia! Du hast ihn getötet. Das ist der Weg, mein Junge. Das ist der Weg.
Kapitel 3. Vergeltung. Schau, Amicia. Ich komme. Mit der Kerzen. Mit den Kerzen zeigt man, dass man an jemanden denkt. Oh, darf ich eine anzünden? Wenn du willst, aber verbrenn dich nicht. Danke. Ja, holst du mal das Buch? Ja, es ging nicht. Guck. Ach so, ich dachte, du guckst einfach nur. Und Papa. Du musst bitte wache über sie. Hier hört sich alles so komisch an. Das ist das Echo. Hallo! Hugo, hier ist vielleicht jemand. Oh. Hm, au. Vergib mir die Sünde, die ich begangen habe. Ich wollte nicht. Amicia? Du tust mir weh. Tut mir leid. Oh, eine Halskette. Ein Rosenkranz. Wozu braucht man den? Zum Beten. Kann ich damit mit Mama und Papa reden? Das machen wir zusammen. Sonst ist hier nichts. Ja, da an die Gittertüren oder so. Ne, bringt auch nichts. Wow. Da raus? Keine Ahnung. Da oben eine Treppe. Ja. Hier, sieh mal. Ein zerbrochenes Fenster und eine... Komm, hoch mit dir. Ich hoffe, sie zerbricht nicht wie die vorhin. Das wird sie nicht, Hugo. Vertrau mir. Amicia, da ist jemand. Kinder, was macht ihr denn hier? Pater, wir brauchen Hilfe. Geht! Es ist zu gefährlich. Ihr habt hier nichts zu suchen. Wartet, bitte, es ist wichtig. Wir sollten mit ihm reden. Ist das der, der weiß, wo Laurentius ist? Das muss er sein, er muss einfach... Oh, sie haben alles zerstört. Was geht hier vor? Vielleicht bauen sie größere Betten? Das bezweifle ich. Links. Alle sammeln. Wo? Das war nur ein Hinweis, dass du Sachen sammeln sollst, damit wir Sachen verbessern. Den Geruch kenne ich. Heilkräuter. Die Mönche müssen sie ins Wasser getan haben, um sich zu reinigen. Mutter hat das auch immer getan. Wand klatsch. Harry Potter. Blumen, die sind wunderschön. Das sind Nelken. Ich hatte auch welche in meinem Herbarium. Aber diese hier sind schöner. Hugo, wir müssen weiter. Warte, komm mal her. Was? Die wird dich beschützen und sie sieht schön aus. Oh, na dann. Jetzt können wir gehen. Vielen Dank, Hugo. Schon gut. Axt. Axt. Mann. Warum? Wo ist denn jetzt der Typ? Da lag doch noch was hin. Daneben nicht. Da ist er. Pater? Ihr schon wieder. Ihr sollt verschwinden. Nur einen Augenblick, nur... Ihr versteht es nicht. Geht, solange ihr noch könnt. Bitte, jemand muss uns helfen. Wenigstens ihm. Das Wappen von Robert Drun. Wir sind seine Kinder. Wir suchen Laurentius, den Doktor. Kennt ihr ihn? Ja, ich kenne ihn. Und ich weiß, er kümmert sich um eure Familie. Er sprach von dir. Ich bin Pater Thomas. Eure Anwesenheit hier ist kein gutes Zeichen.
die Inquisition. Sie kam und sie... Ich kann es mir denken. Doch hier stehen die Dinge weitaus schlimmer. Ihr müsst fort, unverzüglich, sonst sterbt ihr. Aber, Pater, die Dorfbewohner wollten uns töten. Sie sind völlig verrückt. Laurentius, nein, ich kann die Kirche nicht verlassen. Aber ein Ausgang durch die Krypta der drei Heiligen. Vielleicht ist es noch nicht zu spät. Ich könnte euch den Weg zu Laurentius Hof weisen. Doch dann möge Gott euch behüten. Gerade scheint alles ruhig. Kommt! Und bleibt vor allem stets im Lichtschein. Pater, warum wurden Kreuze auf die Türen im Dorf gemalt? Ist es wirklich die Pest? Zuerst wurden Leute gebissen, immer nachts. Dann breitete sich die Krankheit aus. Zunächst innerhalb der Familien, dann überall. Fieber, Beulen, Menschen starben. Und als wir endlich die Ursache fanden, war es bereits zu spät. Und was ist die Ursache? Wir sind fast da. Bruder Morell sollte hier sein. Nur wir zwei sind noch übrig. Drei. Vier. Bruder Morell? Wartet hier. Bruder Morell! Bruder! Stimmt was nicht? Pater! So, Freunde. Victor, Hilfe, bleib in meiner Nähe. Sie haben ihn gefressen, Amicia, sie haben ihn gefressen. Aber wo sind die hergekommen? Wieso sind das so viele? So, wie gesagt, Freunde, hier machen wir erstmal einen kurzen Cut. Und dann geht's im nächsten Part weiter, wie wir uns herauskämpfen. Bis dahin, auf Wiedersehen. Tschüss.